Ja, wenn ich mit ihm buchen helfe, also ich wir haben nicht über ihn geputzt, den ich abgeschickt. Schau mal, hier ist der, kannst du vielleicht nachzählen in der Zeit? Ah, okay. Danke. Ich zähle mal kurz nach hier. Okay, wir sind richtig. Ah ja, okay. Guten Morgen, Ivan, danke für alles. Dankeschön. Moment. Jadi kita sudah selesai. Kita sekarang pulang. Sudah selesai. Kita mundur dulu. Kita sekarang kembali. Also ich habe die Alicia und Julia hergebracht, ja, und ich fahre jetzt zurück, ja, nach Hause. Es dauert circa anderthalb Stunden bis zu meinem Haus, ja. Und morgen fahren wir wieder für die nächste Fahrt um 8.30 Uhr Richtung Ping Beach, ja. Also wir machen die dreitägige Rundreise und morgen werden wir dann zum Ping Beach fahren und dort mit Hai schwimmen, ja. Hoffentlich wird das alles schon klappen, ja. Ja. Tentunya hari ini cukup menyenangkan juga, ya. Mereka happy, ya. Die sind schon sehr zufrieden heute. Wir haben alles gemacht. Wir haben geschnorchelt, genug geschnorchelt. Wir haben angehalten bei einem Mangrove, ja. Also wir haben auch schon Mangrove-Tour gemacht, ja. Das war, es lag direkt an der Straße und das war kein großer Umweg, ja, zu dem Mangrovenpark oder Mangrovenpark zu fahren. Ja, also das war in Ordnung. Ja. Das liegt auf dem Weg. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dann morgen hoffentlich also sehen werden, also was Schönes sehen werden. Und hoffentlich läuft alles gut. Ja. Und wir sehen uns ja bei dem nächsten Video, die nächste Fahrt, den nächsten Teil, ja. Und ich zeige kurz jetzt, wie die Straße hier in Kuta. Guck mal, ich fahre jetzt Richtung Hauptstraße oder Richtung Kuta Zentrum und dann von dort aus geht es dann los, wieder zurück nach Hause. Gerade 17.30 Uhr. Ja. Ja, bagi Anda yang akan datang kelompok Kuta seperti ini kelihatan, tapi sebentar lagi kita masuk ke pusat Kuta, ya, di mana ada banyak restoran di sana, dari turis-turis banyak datang ke sana, dan tentu saja ini penting untuk diketahui jika Anda tinggal di daerah sini. Tentu saja ini harus diketahui karena Anda bisa jalan-jalan ke sini, makan-makan di restoran ini, ya. Ini adalah Kuta yang tadi kita lewati, ya. Sore.
es hat sehr stark geregnet, ja, heute bei dem Ausflug in Nangu, ja. Und das war halt, aber das war, das ging schon, ja, das war kein Problem mehr. Die Kunden haben ja den Tag auch schon sehr genossen, ja. Wir haben viel gelacht, ja, ich habe viel erzählt, ja. Dann, ich würde sagen, wir sind schon sehr zufrieden. Also, ich würde sagen, das wäre alles, was ich dann heute zeigen kann. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ja? Also, alles Gute und Wiedersehen. Ja, ja. Ja, 8 Uhr. Oh. Ja, das bei mir ist normal, nicht mehr 30 Minuten vor der Abfahrt bin ich normalerweise da. Ah ja, ne? Dann wissen wir für morgen ja. 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 So. So, dann, wir sind bereit jetzt zu fahren. Jetzt ja? Ja, wir sind bereit. Okay. Wieder Action heute, ja. Ne? Richtung Pink Beach, ja, aber ich will gerne euch auch zeigen, die Umgebung von Kuta kurz, ja. Ja, sehr gerne. Wie Kuta eigentlich dann aussieht, ja, warum Leute hierher kommen wollen, ja. Dann, danach fahren wir dann nach Osten. Das ist ja, sage ich mal, so ein entspannter Fahrt. Wir werden meistens dann durch die Landstraße fahren. Dass wir dann oder dass ich dann euch dann mehr von dem Leben der Einheimischen zeigen kann. Ne? Ja, und ich habe die Videos von unserem Bootsführer, also mit dem Unterwasserkamera bekommen. Und werden wir später auch schon in eurer Handy dann transferieren. Ja. Also, dann werden wir dann mit Direkttransfer dann machen, nicht über Internet, ja. Wenn wir dann jetzt hier zusammen sind, dann können wir besser machen, ja. Also das geht über Bluetooth dann, ja. So, gut geschlafen, Alisha? Ja, sehr gut. Gut, ja. Zimmer war okay, ne? Ja, wir hatten nur irgendwelche Tiere auf dem Dach und da hatten wir kurz Angst. Was war das? War es laut oder wie? Ja. Das war Gecko oder? Keine Ahnung. Hast du das Geräusche gemacht? Ja? Nein? Aha. Einfach mal über die Decke gelaufen, ja. Also, das könnte Mäuse sein. Oder bei uns Luak-Maus, ja. Also habt ihr was von Luak gehört? Das ist eine Katze, die dann so im Wald dann leben, aber dann kommen oft dann zu Häusern, in die Häuser der Einheimischen, kommen in die Decke oben, die jagen irgendwie mal Mäuse, ja, normale Mäuse, sowas, ne. Die Luak, ja. Und dann, es gibt auch interessante Geschichten von dieser Luak, dass es auch schon Luak-Kaffee gibt, ja. Das heißt, die scheißen Kaffee raus, also Kaffeebohnen, die fressen Kaffee und dann werden nicht so richtig verdaut und dann kommen die als Bohnen immer noch wieder raus. Ja, ja, von denen habe ich gehört. Genau, und dann das wäre die beste Qualität von ganz Kaffee. Teuer, ja? Und das wäre Getränke als von den Königen oder von den Adligen früher. Ja, so. Ja. Wo habt ihr gestern Abend gegessen? Draußen oder draußen? Es war in Kuta, The Hut heißt es, ist so ein Restaurant von einem, was, von einem Mann aus Schottland. Ah, oh, okay. Wie seid ihr gefahren? Wir sind gelaufen. Ach, gelaufen? 15 Minuten ungefähr. Ach so. Ja. Und Hotelmannschaft hat euch gezeigt, oder? Oder erzählt ihr, oder einfach gegoogelt? Ja, gegoogelt. Ja. Ja, das ist ja das Zentrum eigentlich hier, ja. Das ist noch sehr ruhig hier, ja. Und jetzt fahren wir geradeaus. Wir sind gestern da hergekommen.
Und deswegen heißt es die Rundreise im Mantel. Nehmen wir mal so eine Runde rund um die Insel, ja, rund um der Insel. Da sind Restaurants, ja, auch schon Supermarkt. Ein großer, ja, Supermarkt. So große Supermarkt, mehr für Touristen. Also ich muss sagen, es ist teuer dort. Ja. Dann kommen Einheimische nicht in Einkaufen. Ja. Die kaufen lieber in Alphamart oder Indomart ein. Ja. Und das war eigentlich der Anfang des Touristenzentrums hier in Kuta. Also ein Dorf, und kamen früher Surfer hierher und fanden, dass die Strände hier wunderschön sind. Ja. Und dann es wurde Werbung gemacht, ja. Und dann sagen wir, dann kommen dann deswegen dann mehr Touristen hierher. Sind wir heute mal in einem Supermarkt oder? Ja, sicher gleich hier vorne. Nee, Ach so, ja, dann wir machen. Mal gucken, was man da so hat. Ja, die sind überall, ja, bei uns. Ne? Ja. Dann fahren wir erstmal jetzt recht Richtung Strand. Ja. Es wird aber immer gebaut, ja. Also zur Zeit. Ja. Das ist eine große Moschee, ist eine neue Moschee. Ja. Dann, ja, es entwickelt sich eigentlich Kuta auch schon so schnell, ja. Vor 2 oder 3 Jahren war nichts hier und dann jetzt stehen schon Hotels, oder? Waren nur einfach Häuser, ja. Und dann jetzt steht gerade da auch schon ein großes Hotel mit vielen Zimmern, der ist ganz neu, ja. Ya, bisa lewat sana? Mau kemana, Pak? Mau lewat aja terus ke Snow Hotel. Terima kasih. Ja, das ist eigentlich der Strand von Kuta. Es ist dann mehr für die Einheimischen, ja? Also hier kommen wenig Touristen, aber die Touristen kommen mehr hier wegen Restaurant, ja? Aber zum Sonnen habe ich selten Touristen hier gesehen, ja? Da kommen mehr Touristen, meist mehr Einheimischen. Das heißt Kuta Mandalika, ne? Genau wie der Name des Mädchens. Ja? Nachmittags zum Beispiel gegen 16 Uhr, wenn die Sonne nicht so heiß ist, ja, dann ist es auch schon voll, ja. Einheimischen, deswegen steht auch schon Kinderspielplatz, ja, rechts dort vorne. Ja. Das ist auch neu, ne? Also die Straße, diese ist neu angelegt, ja. War nur Asphalt, ja, neue, normale Straße, ja. Ja, das ist mehr zum Spaziergang, sag ich mal. Ja, es ist ein langer Strand. Wasseraktivität ist ja mehr Flying Kite, ja, oder Surfen, ja. Wellenreiten ist gerade keine hohen Wellen. Ja.
dann jetzt machen auch schon viele Surfen auf der anderen Seite des Strandes. Einheimische Geschäfte sind auch da. Ja, es gibt ja noch viel Platz, ja? Ja, wenn ihr in der Zukunft irgendwie mal was investieren wollt, sehr gut. Ja. Tourismus entwickelt sich gerade bei uns. Ja. Ja, und es geht weiter auch noch zu den weiteren schönen Ecken. Ja, Strände meine ich meistens Strände. Also von Osten, also diese Küsten, die Küsten, südlichen Küsten von Lombok sind ja wunderschön. Da sind viele Weißsandstrände bis weit nach Westen. Ja. Also von eurem Hotel weiter westwärts, ja, da gibt es dann auch schon Slonblanak, ja, oder Mawun. Ja. Also Mawun sind die schönen Strände auch. Ja. Da lernt man surfen. Ja. Weiter sind auch schon die anderen Hotels. Da sind ja die großen Hotels. Zum Teil sind die auch gerade im Bau. Ja. Da steht North Hotel da, oder da gibt es dann auch schon ein neues Hotel. Ja. Da haben wir dann hier diese Grand Prix Rennstrecke. Ja. MotoGP hier. Gilt als Neu-Bali. Lombok ist, also gilt als Neu-Bali. Also es wird so vorgestellt von der Regierung, dass die Touristen nicht nur Bali kennen, sondern auch die anderen wunderschönen Inseln, kleinen Inseln. Dazu noch auch wie Komodo zum Beispiel, Flores, ja, auch Flores, ja. Oder Java auch. Wunderschön, wenn man halt so große Rundreise macht, dann kann man ja auf Java auch die große Rundreise mal für 7 Tage oder auch 2 Wochen. Ja. Das ist diese Tribüne, also die Rennstrecke, ja, für MotoGP. Ja, genau. Ja. Es war voll, das war im März, ja, und da oben auf dem Berg sind auch schon Restaurants. Das nennen wir 360 Grad, ja? Das ist, dass man auch die ganze Strecke auch sehen kann von oben, ja? Ist auch schon ein schöner Blick, ja? Aber dafür ist teuer. Das kostet nicht mehr so viel Geld dafür, ne? Ja. Da gibt es dann auch schon regelmäßig Rennen, ja? Also für Indonesien nur, also international vielleicht gibt es dann 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr. Ja. Dann wird es auch schon immer intensiv weitergebaut, ja. Dass die Regierung auch wünscht, ja, dass Tourismus auch irgendwie mal so mehr lockt. Ja. Ja, genau. Also die Geschäftsleute wissen immer Bescheid, wo da Geschäft liegt. Wo es steckt, ja, irgendwie so, ne? Und dann plötzlich, dann wird alles teurer werden, ja? Das Grundstück zum Beispiel, ja? Früher
früher, also man hat nicht gedacht, dass diese Ecke so geworden ist, ja, zur Zeit, ja, dass es so teuer geworden ist, ja, und das ist schon unbezahlbar, genauso wie auf Bali. Jetzt auf Bali kann man überhaupt nicht zahlen, ja, also es kostet schon Milliarden Rupias zum Beispiel, ne? Da sind auch schon Villas oben, ja. Das gehören auch schon ausländische Investoren aus Australien zum Beispiel oder aus Europa, ne? Da hat man auch schon einen schönen Blick, ja, da oben auf dem Berg. Ja. Also unterschätzvoll, das in Viertel in Lombok oder wie? Ja. Viele Einheimischen, die plötzlich Millionär geworden sind. Ja. Früher hat es keinen Wert, also das Grundstück, meine ich hier, war oder wenig Wert. Jetzt hat es Gold wert. Ne? Für die Einheimischen ist auch großenteils für Lombok, also für das Rennen, auch schon unbezahlbar. Also man zahlt schon um die 1000 Euro, ja, für das Rennen. Ja. Also was dann auf unsere Währung ungefähr um die 20 Millionen Rupias. Ne? Das zahlt niemand bei uns. Ne? Dann aber werden die vielleicht auch schon von den Geschäftsleuten in Jakarta bezahlt und ja, da die dann ihr Status irgendwie mal zeigen wollen, ja. Ja, so kann ich das zahlen, sagen die dann, und das ist gut, ja. Dann sind sie glücklich, ja. Aber es wird dann immer intensiv dann weiterentwickelt, diese Ecke. Eigentlich eine schöne Ecke haben wir dann auch schon auf der rechten Seite. Da ist ein Tanjung An. Können wir kurz schauen, ja, wie die Strände hier in Tanjung An aussehen. Ja. Ja, also früher kamen viele Touristen, oder jetzt auch, also wenn der Tourismus wieder da ist, ja, dann wird es auch schon wieder voll. Ja. Dann sagt immer die Regierung, macht immer so eine Propaganda, also die Regierung oder wird immer als neue Bali vorgestellt. Ja. Das wird hier also ein Begrüßungstransparent, ja, von Mandalika. Da steht ja Welcome to Mandalika. Ich zeige euch mal kurz die Strände. Dann, das ist auch schon so vorbereitet für die Zukunft, ja. Dann irgendwie Investoren, was sie investieren wollen, dann sind die Infrastrukturen schon fertig hier. Straßen, dann hier, das war Mangroven und links, ja. Das war Mangroven. Jetzt noch nach dem Regen, ja. Aber jetzt dann meint die Regierung, es ist schon fertig, dass wenn Investoren, da hier was Investoren wollen, können die Hotels hier aufbauen, weil die Strände dort wunderschön sind. Also da seht ihr die Berge, ja. Von den Bergen hat man schon Blick, also von den wunderschönen Städten. Ja, die wollen wir wieder weggehen. Ja, also Mangroven sind meistens dort, ja, aber das Wasser kommt hier meistens schon in den Landesinnere hier rein. Ja. Guck mal, es ist so groß, es wird immer weiter gebaut. Ja.
Ja, genau. Ja, deswegen. Die Preise so teuer werden, aber ich meine, die können ja dann in die Vorstadt Vorgüter ziehen, oder? Ja. Also die Einheimischen, oder, ja, ja. Oder sind die Preise für die Einheimischen dann auch teuer für Land? Ist auch teuer, ja. Es ist schon eine große Baustelle hier, ne? Alles im Allgemeinen jetzt, ne? Da seht ihr oben auch die Villas auf dem Berg. Ja? Ja, die Investoren suchen immer so einen schönen Platz für die Villas. Ja? Nach Grupuk heißt es ja. Grupuk ist eine Ecke, wo, oder Strand, wo man sehr gut surfen kann, zum Wellenreiten. Ja. Das ist auch schon hier, noch nicht so ganz fertig, jetzt ist das oben. Tanjung An heißt das. Tanjung An Strand. Die kommen hier für die Geschäfte. Das sind ja die einheimischen Stände. Ja, das ist ein Dschungel an, der ist eine wunderschöne Ecke. Ja. Die nennen wir Frangipani, ja? Nee. Frangipani? Nee, das ist nicht. Weiß ich nicht. Also, dann schaue ich nochmal. Ich weiß noch von gestern, ich habe diesen Vogel gesprochen, ne? Die dann, deren Speichel dann verkauft, ja, wird, ja? Schwalben, ich habe die gefunden. Schwalben, Vogel. Ah, habt ihr gehört? Schwalben. Schwalben, ja? Also. Ja, Schwab gibt es, ja? Schwalben. Und auch nochmal, also wie gesagt, es wird dann verkauft, also das Speichel wird verkauft, so ein Kilogramm, 1000 Euro. Gutes Geschäft, ja. Und auch noch, wir haben auch was von der Mimosen gesprochen, da hast du gezeigt, ne? Ja. Die sind Tamarindbäume, ja, also Tamarindfrüchte, ja, also es wird als Gewürze auch bei uns gezeigt. Ja. Kennt ihr Tamarind? Ja. Ja, genau. So, wir steigen hier aus, kurz gucken, wie der Strand hier aussieht. Ja, das wird auch schon sauber gemacht. Ja. Ja. Genau, das ist Tanjung An Strand.
Tanjung An Strand. Das ist die andere Seite. Ja, wir sind hier in Tanjung An. Wir gehen jetzt, oder ich gehe jetzt weiter, wo jetzt Alicia und Julia hingehen. Ich bin hier oben auf dem Berg. Kein Beet gemacht für zu dritt, ne? Hier. Nee, machen wir jetzt. Machen wir jetzt, ja? Aber. Ja? Ja. Wie willst du wissen? Okay, nochmal. Okay. Ja. Jetzt umdrehen mit dem Meer noch. Ah, okay. Gut. Mit dem Meer. Soll ich drücken? Auf der anderen. Ich mache das so. Gut. Auf dem Meer. Ja, so. Nochmal. Okay, dankeschön. Oh, jetzt kommt die Sonne ein bisschen. Ja, da kommt die Sonne. Es hat heute Morgen heftig geregnet bei mir im Osten. Okay, das ist sehr schön. Tschüss. Nochmal. Tschüss. Tschüss. Ja. Gut, ja. Insel heißt Marinke Insel, ja. Und da sind ja die Langusten. Man kann auch hier so Langusten kaufen, wenn man will, zum Mittagessen. Dann hat man ja Langusten, was auch sehr teuer in Bali ist, ja. So Spezialgericht, ja, für Touristen, ja. Ja. Oh, schaukeln, ja, du, viel, ja. Ja, bei Ebbe, das ist dann, man kann schon da ein bisschen schaukeln. Ja. Da gibt es auch eine Schule da, ja. Gesundheit, ja. Danke. Oh, ja. Der holt unser Lunchpaket hier. Jetzt, ja. Also seine Frau hat gekocht für uns. Ein ganz dicht bewohnter Dorf. Auf der kleinen Insel. Marinke heißt das. Die sind eigentlich die Nachfahren von Leuten von Celebes, also von Sulawesi. Hier ist ein Boot, ja. Eigentlich, wenn die ein Auto haben, oder? Muss man ja, ein Boot von hier nach genau. Da einkaufen da. Ja. Das ist seine Frau. Herzlich.
stehen? Ja. Die Vorfahren von der Sulawesi. Ja, von Sulawesi. Früher waren Segeln die Sulawesi. Auch Leute aus Sulawesi sehr gern überall und landeten überall in vielen Inseln. Ne? Deswegen redet ihr jetzt auf ganz andere Sprache. Ne? Also nicht in unserer Sprache, was hier gesprochen wird, ja? Aber seid ihre eigene Sprache, was dann in Sulawesi gesprochen wird. Ja? Das kann ich nicht verstehen, was er sagt gerade. Nicht, ja. Guck mal, die tote Krabbe schwimmt. Ja. Oh ne. Ja, wir sind jetzt gerade auf Gili Pataluch, ja. Wir tauchen oder wir schwimmen jetzt und werden später Haie versuchen zu sehen, ja. Bevor wir weiter zum Pink Beach fahren, ja, schnorcheln wir erstmal hier. Ja, mitten in der Ozean. Dann auch hier vorbeigefahren, aber das Wasser war so hoch, ja, dass das Boot übers Sandbank hier fahren kann. Ja. Und jetzt werden wir dann einfach stehen, also unser Fuß hier auf dem trockenen Sand der Sandbank. Ja. Da laufen Alicia und Julia, genießen einfach mal die Leere hier. Julia will immer so kurz ins Wasser rein. Jedes Mal, sie dann auf einer Insel ist, ja, sagt sie, ist ein Gesetz. Jedes Mal, sie auf einer Insel, muss sie dann einfach mal kurz ins Wasser rein. Alicia auch so, ne? Sie macht gerade Spaziergang da hinten.